Warum wir das auf uns nehmen? Tja, hier in Weihausen bei Wolfsburg soll es den musikalischsten Trecker des Nordens geben. Und der soll heute mit einer Band zusammenspielen. Das will ich miterleben. Moin! Herr Trautmann, Herr Rudolfs, ne? Wunderbar! Otto Trautmann und Winfried Rudolfs wollen mir ihre Erfindung im Trockenen vorführen. Der Trecker von den beiden Jungs ist ein Normag Zorge C10. Ein robuster Einzylinder, Baujahr 1952. Umgebaut zum Zapfwellenorchester mit 8 Instrumenten. Na, ich bin gespannt. So, rein in die Manege. So, jetzt möchte ich alles wissen. Ja, wir fangen von vorne an. Es geht hier los. Ziehharmonika. Ja. Teufelsgeige. Das Horn mit La Coracha. Das Becken, das noch nicht angebaut ist. Hier unten ist die Tonleiter, die Zapfwellen-Tonleiter, die wird auch von der Welle angetrieben. Jetzt kommt auch noch die Trommel dazu hier hinten. Diese Trommel war dann hier immer gegengelegt. Und noch ein Dudelsack, oder? Ja, wie? Das ist der Dudelsack. Da lässt mein Kollege mit der Pumpe erstmal. Und dann schaltet die Nockenwelle an. Die ist separat, die ist nicht von der Zapfwelle gespeist. Was ist das für ein Bierfass da oben drauf? Das ist das Bierfass. Da hat also auch einen separaten Motor. Da ist eine Drehorgel. Wenn man hier dann drauf schaut. In dem Bierfass ist eine Drehorgel? Ja, da kommt auch der Sound raus und dieses Ding dreht sich entsprechend. Okay. Und das ist die Trompete, die auch von der Nockenwelle gesteuert wird. Dann würde ich das ja jetzt ganz gern mal hören. Es ist ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt und alles angetrieben per Zapfwelle. Ach so, das funktioniert jetzt aber elektrisch, ne? Wenn der Motor läuft, ja, ist er so laut, dass die Instrumente nicht mehr zu hören sind. Deswegen aber so. Grundsätzlich geht alles über die Zapfwelle aus. Okay, und jetzt laufen 5 Instrumente. Ja. Sind beide den restauriert oder wie? Erst haben wir den als Scheunenpfund angeboten bekommen, weil kein Mensch das Ding haben wollte, weil das ein Müllhaufen war hoch 3. Richtig runter. Ja. Also, okay. Und da haben wir mit in unserem Alter nochmal Mut gekriegt und haben das Ding in einem Jahr restauriert. Dann haben wir immer nur im Jahr Treckertreffen besucht. Ja. Da war uns nicht genug. War zu langweilig. Ja, da haben wir gesagt, der Trecker muss was können. Oha, jetzt passiert was. Oh, jetzt kommen die Kameraden. Ah, die Jawohl. Musiker sind da. Moin. Der Chef gleich vorweg. Jawohl. Dann bist du Lars, ne? Ich bin Lars. Sven, hallo. Zapfwellenorchester, ja. Musiker. Ich habe den Trecker jetzt hier schon gehört. Mit Instrumenten und allem Zip und Zap. Und ihr wollt dazu spielen. Wir probieren es ja. Genau, was ist die Herausforderung? Also was ist das Schwierige daran? Wir müssen mal gucken, wie der Trecker klingt. Ja. Wie wir klingen und was man dann benutzen kann, wo man was zusammenspielen kann. Also vielleicht der Motor, der gibt ja einen bestimmten Rhythmus wieder. Mhm. Was ist das für ein Takt? Also kein Dreivierteltakt, eher ein Viervierteltakt. Und okay, das kann man schon als Schlagzeug ansehen vielleicht. Dann würdet ihr jetzt versuchen, einmal nach dem Motorgeräusch als Taktgeber zu spielen. Ja. Und einmal mit den Instrumenten. Ja, mit dem Dudelsack und mit der Trompete da dran, das so da, so, da wird schon schwierig, aber mit dem Rest nehmen wir Herausforderungen an. Okay, sehr gut. Draußen hat der Regen aufgehört. Das Konzert kann auf dem Hof steigen. In der Halle würde es zu sehr scheppern, sagen die Musiker. Die müssen's wissen, sonst spielen sie in der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr des Nachbardorfes. Ich schätze mal, je mehr Musiker, desto schwieriger wird wahrscheinlich, oder? Genau, weil das ist jetzt schon schwierig, sich auf diesen Rhythmus zu konzentrieren und das Tempo zu halten. Anfangen wird vielleicht nicht das Problem sein, schwierig wird es mitten im Stück.
Also dann, ein Klassiker im Rhythmus des Eintakters. Weltpremiere. Oha, auf dem Trecker fummelt Otto am Standgas rum. Das verändert jetzt den Rhythmus und macht's für die Band nicht gerade leichter. Also, aber von meiner Seite war das perfekt. Und jetzt gibt die Teufelsgeige den Takt vor. Okay, lass uns mal was probieren hier. Achtung! 1, 2, 1 und. Ja, das ist für Musiker nicht leicht. Gut, also, Experiment gelungen oder nicht? Ja, kann man durchaus sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt nicht auf unseren Schlagzeuger sonst verzichten, der sonst dabei ist. Aber wenn der mal krank ist? Wenn der mal zwischendurch auf Toilette muss. Herr Trautmann? Ne, dann greifen wir an. Mein ganzes Taschengeld für die Fahrt, ne? Die kläglichen, nochmal kläglich, ja. Ne? Kläglichen 5 Euro, die wandern jetzt hier vorne rein. Gut. So, zack. Vielen Dank. Chef, schönen Dank fürs Mitmachen. Die Herren, weiterhin viel Erfolg. Ne? Wenn das Schlagzeug ausfällt, ja. Ihr habt es ja, ne? Alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Ciao. Vielleicht sollte ich Brunhilde mal zum Musikunterricht schicken.